Ich habe jede Woche einen Text geschrieben. Mhm. Also ich habe wirklich geackert jede Woche. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ist das so? Ja. So, ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen oder so. Als was? Was war dein Plan? Irgendwas, das war mir egal. Hauptsache ich habe was. Ist vorbeigefahren und ich habe einfach geschrieben, Shirin, du. Okay. Sie hat die Fenster hochgemacht, hat sich verdeckt und ist Vollgas weggefahren. Aber sie hat gehört, dass du das gesagt hast. Ja. Ich bin auf der Straße aufgewachsen, wenn man so sagen darf. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Viral-Hit. Wir haben richtig Bock mitgebracht. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt schon mal nach oben. Heute haben wir einen unglaublich tollen Gast. Ich freue mich sehr. Er darf weder Schmuddelfilme gucken, noch darf er sich einfach so eine schöne Flasche Korn kaufen. Und als er geboren wurde, war Yogi Löw bereits Bundestrainer. Ja, das ist richtig crazy. Heute erzählt er uns, wie das Leben so ist als 16-jähriger Rapstar. Macht einen riesengroßen Applaus für Agia! Agier deppt man noch. Nein, Dicker. Ist out. Sowas mache ich nicht. Aber hast du es früher mal gemacht? Weil früher warst du ja vor 2, 3, 4 Jahren. Kann sein. Direkte Vorwarnung, Dennis und ich sind mega uncool. Kann sein. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen jungen und talentierten Gast gleichzeitig bei uns auf der Couch. Danke. Joyce Ilk. Erstmal steht Agier, ja, habe ich gelesen, ist französisch und steht für Handeln. Nein. So, habe ich hier gelesen. Agier ist französisch und steht für Handeln. Hast du schon mal mit Drogen gehandelt? Hat eine andere Bedeutung. Ja, erzähl mal, was für eine Bedeutung denn? Also Agir ist im kurdischen Feuer Agir. Bedeutet dann Feuer, weißt du, was ich meine? Okay. Bist du denn so heiß wie Feuer? Manchmal, ja. Was sagen die Mädels? Hast du eine Freundin? Nein. Willst du eine haben? Willst du einen Aufruf starten? Nein. Mein Motto ist Single bleiben, Stress vermeiden. Single bleiben, Stress vermeiden, ja. Ja. Wäre ich mal so in dem Alter schon so reif gewesen. Ja. Du hast ja schon richtige Hits auf YouTube, also Straße. 4,7 Millionen, Nikes, 3,5 Millionen, Schaukeln, 1 Million Klicks. Kann sein. Wie kann man sich das Leben als Hitmaschine vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus? Aufstehen, ich mache Sport, also ich gehe zum Fitness, komme zurück, pack meine Tasche nach Hause, ich erkläre euch jetzt alles detaillierter. Ja, gerne, sehr gerne. Und dann gehe ich zum Laden, ein bisschen Papa helfen und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, ins Studio. Und so endet meistens mein Tag. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie lange rappst du denn schon? Ich habe mit 10 oder 9 Jahren angefangen. Einfach von jetzt auf gleich oder hattest du irgendwelche Vorbilder? Also ich bin zur Musik gekommen durch meinen großen Bruder. Er hat früher Bushido und Echo Fresh und so gehört. Und Tupac, Biggie halt, die Klassiker. Und das hat mich halt als noch kleineres Kind als jetzt interessiert. Und auch inspiriert wahrscheinlich dann auch. Ja, ne? Genau, inspiriert und somit bin ich zum Rap gekommen. Krass. Und dann hast du einfach angefangen zu rappen und dann wurden Leute auf dich aufmerksam oder wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also ich war 10, ich habe da meine Videos mit dem Handy aufgenommen, auch mit Handy also die Tonaufnahme auch mit dem Handy aufgenommen. Und dann hast du das irgendwo hochgeladen oder wie? Mit 12 war es dann professioneller. Mein Bruder hatte eine Firma. Und im Keller hatte ich mein eigenes Studio. Geil. Wir hatten eine Kamera gekauft. Ich habe dann mit einem Freund die Videos geschnitten. Und dann hochgeladen und dann kam irgendwann... Geschnitten ist auch nicht gut angekommen. Okay. Dann hatte ich, glaube ich, so ungefähr ein Jahr Pause oder so. Ich dachte mir, wird Kopf frei kriegen. Ja, wird eh nicht so, dachte ich mir. Dann habe ich mit Instagram angefangen. Also einfach so habe ich ein Instagram-Video gemacht. 2018, 2017. Ist auch nicht erstmal gut angekommen. Und dann nach einer Zeit dachte ich mir, komm, du hast eh nichts zu tun. Schule, rausgehen und abends bist du zu Hause. Ich habe jede Woche einen Text geschrieben. Also ich habe wirklich geackert jede Woche. Habe jede Woche ein Handyvideo rausgebracht. Und irgendwann lief's. Irgendwann lief es, ja. Wenn man wirklich dran glaubt und durchzieht, dann wird es auch natürlich klappen. Ja. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ist das so? Ja. Also gehst du noch zur Schule? Nee, ich bin fertig. Bist fertig. Und wie war denn so ein Schnitt? Wie war's? Schlecht. Schlecht? Was heißt schlecht? Es gibt Leute, die sagen, ich habe 2,4, das ist total schlecht. Nein, nein, ist schon schlecht. Ist schon schlecht. Okay, und das heißt, du bist ja 16. Ja. Und was steht jetzt an? Was ist jetzt so, was machst du jetzt? So, ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen oder so. Als was? Was war dein Plan? Irgendwas, das war mir egal. Hauptsache ich habe was. Ich wollte als Friseur machen, aber bei jedem Kenneck, bei jedem meiner Amjas, die haben alle entweder Meister oder nur einen Ausbilderschein. Also ich bin gerade leer. Das heißt, du bist ready für dein neues Business als Rapstar? Nein, ich muss meinem Vater helfen im Laden. Ja? Aber ist auch gut, dass du dann bei deinem Papa bleibst, dann ein bisschen arbeitest und nebenbei halt zum Start. Ich mach's auch gerne.
Ja, ist doch richtig cool, wenn die Familie zusammenhält, oder? Denn jetzt kennen wir ja auch nicht zusammen. Mehr. Doch, wir beide halten immer zusammen. Ja, gut. Du bist mein Augenlicht, Junge. Du bist mein Leben. Kann sein. Was sagt deine Familie zu deinem aktuellen Fame? Meinst du Cousins und so? Ja, also grundsätzlich Familie. Also auf jeden Fall, die finden es cool. Mhm. Die kleinen Cousins und Cousinen, die finden es auch cool. Mhm. Auf einmal bin ich besonders. Ich wollte gerade sagen, auf einmal bist du Fame. Ja. Und was sagt dein großer Bruder dazu? Ich meine, der hat dir ja quasi auch dann ermöglicht, unten im Keller dann aufzunehmen. Der ist stolz. Ja? Der ist stolz. Also, wo ich nicht an mich geglaubt habe, hat er an mich geglaubt und hat mir so einen Kick gegeben. So. Ja. Das warst dann quasi du und du warst gerade dein Bruder. Genau. Also verbildlicht. Okay. Er hat mir so einen Kick gegeben und jetzt fangen wir jetzt langsam wieder an. Was ist denn so, was sind deine Ziele? Ich meine, du bist ja jetzt gerade am Anfang deiner Karriere, schon sehr erfolgreich für dein Alter, aber da geht es ja noch nach oben, ne? Oder was ist so dein Plan? Meine Ziele? Mhm. Ehrlich gesagt, habe ich mir keine gesund gesetzt. Bleiben. Das natürlich. Und für Familie auch so. Mhm. Hast du schon mal so krasse Rap-Stars getroffen, die du sonst nur aus der Bravo kennst? Nemo. Es waren viele, ich kann mich nicht erinnern. So. Und wie habt ihr euch begrüßt? So? Oder wie begrüßt man Nemo? Hey, so. Ganz normal. Dann kurz umarmen. Ja. Und dann ist man so fast verbrüdert schon. Nein. Hast du auch irgendwie so mit jemandem im Kopf, wo du sagst, boah, zum Beispiel Shirin David, den möchte ich auf keinen Fall mal treffen? Oder im Gegenteil, die möchtest du vielleicht mal treffen? Shirin David, kommen wir jetzt mal zu ihr. Ja, gern. Ich habe sie einmal am Kudamm gesehen. Am Kudamm gesehen, ja. Wenn sie das sieht, es tut mir leid. Deine Musik ist gut. Ich bin kein Fan, aber ist gut. Warum tut dir leid? Was hast du denn angestellt? Hast du hinterher? Ihr müsst es aber dann wegpiepen, ne? Ja, Also ein Freund von uns hatte irgendwie Probleme mit dir. Sie ist vorbeigefahren und ich habe einfach geschrieben, Shirin. Ja, okay. Sie hat die Fenster hochgemacht, hat sich verdeckt und ist Vollgas weggefahren. Aber sie hat gehört, dass du das gesagt hast. Ja. Aber hast du es gesagt oder ein Kumpel? Das war ich. Willst du dich entschuldigen? Hat er gemacht. Ich entschuldige mich, okay. Ja. Okay. Ja, siehst du, die Entschuldigung kam jetzt an und wir hoffen natürlich sehr, dass du die annimmst. Wir Finanzamt, Alter, Finanzamt. Wenn man deine Songs hört, was würdest du beschreiben? Um welche Themen geht es bei dir? Straße. Handeln. In- und Export. Genau. Aber hast du denn so viel mit Straße zu tun oder ist das nur dein Image, was du jetzt dir drauf schaffst? Ich bin auf der Straße aufgewachsen, wenn man so sagen darf. Ja. Du bist ja Berlin, ne? Ja. Kreuzberg. Wird nicht cooler, je öfter du das machst. Cringe. Und Cringe. Welche Erfahrungen hast du jetzt damit schon mit Straße gemacht? Ich meine, wie ist die Straße? Dennis und ich sind mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Wir sind neureich. Normal, man hat halt nicht so viel. Wie zum Beispiel ihr dann? Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, wie ein Multimillionär. Ob ihr gut aufgewachsen seid oder nicht. Du gehörst zur Breitseitenbande, habe ich gelesen. Ja. Was ist das? Erklär mal. Shit. Das ist ein Label. Okay, und wer ist da noch gelabelt? SVD, Aziz 21, Zelo Bratte und Freezer. Sind ja auch alle so jung wie du? Nein. Sind das schon ältere Männer? Die sind schon so doppelt so alt wie ich. Ja? Ja. Also 12. Wow. Genau. Ja, ich bin auch Rapper. Du bist im Rap-Business und ich kenne das Rap-Business aus dem Fernsehen und das ist doch extrem hart. Hast du Leute, die auf dich aufpassen oder regelst du alles selber? Wie meinst du? Ja, hast du einen Rücken? Dass man keinen Stich kassiert. Auf jeden Fall, Jungs, ich habe arabische Rücken. Nein, Spaß. Links, wenn es mal Stress gibt, klärt man es auf jeden Fall alleine. Mhm. Ja, und wenn es aber dann, wenn Leute auch Rücken haben. Dann geht Rücken gegen Rücken. Genau. Aber du hast ja schon gesagt, deine Songs sind sehr erfolgreich, aber du bist eben jung und dadurch natürlich auch so eine gewisse Art von Zielscheibe, weil viele Leute sagen, du bist zu jung. Die haten also schon, bevor die den Song gehört haben, mehr oder weniger. Mhm. Lässt du das an dich ran, diesen Hate, oder sagst du, lasst mich mal machen und ihr werdet schon sehen, dass ich da was kann? Das Ding ist ja, die platzen, während ich Geld mache. Geht das Geld dann auf dein Knackskonto oder wo geht die Kohle hin? Auf ein Konto von einem Volljährigen. Okay. Genau. Und da wird es erstmal gesammelt, bis du dann irgendwann ausbezahlt wirst. Oder was leistest du? Gehst du auch manchmal ans Konto und sagst, ich brauche jetzt mal 20.000, ich will mir einen neuen Klunker holen? Oder wie läuft das? Wenn es so ist, dann ja. Bis vor kurzem warst du ja noch in einer Schulklasse. Wie haben denn deine Mitschüler reagiert auf deine Karriere, die du bis jetzt schon hast? Mitschüler? Ja. War okay. Du bist im Internet extrem erfolgreich. Kannst du denn noch mal abschalten? Bist du auch manchmal nicht am Handy oder am Rechner und bist einfach nur für dich auf Straße? Nein. Also. Auch während ich draußen bin. Nur Handy? Nein, nicht nur am Handy, aber manchmal guckt man natürlich rein. Du guckst ja bestimmt auch natürlich in den... Natürlich, guck ich meine am Tinder immer, wenn meine DMs slidet, guck ich ganz schnell rein, klar. Ja. Aber du bist auch mal ohne, dass du sagst, nee, ich will heute einfach nur bolzen, ich brauche kein Handy, ich muss mal Ruhe haben. Also Fußball war nie mein Ding. Mhm. Also werde ich auch natürlich nicht bolzen. Was denn sonst? Tennis? Ping-Pong? Nein, keine Sportart. Wenn ich Sport mache, dann gehe ich... Cardio? Ja, genau. Aber was ist deine schönste Erinnerung an deine Kindheit, die du hast? Keine Ahnung. Das Treffen mit Shirin David.
Keine Ahnung, du hast viele schöne Momente. Vielleicht, also ein schöner Moment war, wo ich unterschrieben habe. Mhm. Oder wo man angefangen hat, zusammen zu arbeiten. Mhm. Und man sich verstanden hat. Agir, wir sind deine Securities. Wenn du in Düsseldorf und Köln unterwegs bist, sagst Bescheid. Wir machen NRW zu. Wenn hier was passiert. Wir machen zu. Wir machen, voila, wir machen hier NRW. Hier kommt keiner mehr rein, voila, wir an machen zu. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen, wir machen NRW zu. Kann sein. Wir wünschen dir für deine Zukunft ganz, ganz viel Glück. Danke. Bleib dran, solange es dir Spaß macht. Schütz dich, die Welt da draußen ist eklig, sind viele Schlangen unterwegs. Kann sein. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bleibt natürlich nett. Bleibt fair. Dankeschön für alles, pass auf euch auf, ihr wisst Bescheid. Oben für euch gibt es ein Video von STRG F, wie Gangster ist Rap. Und unten habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Da gibt es von uns nämlich ein tolles Video mit CEO. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. Farewell.